Saltatio Mortis auf der Comic-Con 2021. Das wird ein geiler Tag heute. Spartiaten, was ist euer Handwerk? Au! 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 Ja, hi zusammen. Wir sind hier auf dem Comic-Con in Stuttgart und das hier ist unser Stand. Vielleicht erkennt ihr, um was es sich hier handelt. Das hat Hydroforge für uns gebaut, wie gesagt. Und das ist die Deko, in Anführungsstrichen, zu unserem My Mother Told Me Video. Wir haben hier, komm mit, wir haben hier den Opferbaum. Wir haben hier Opfergegenstände, wikingische. Ein Opfertisch. Und wir haben hier Alea, der gerade Aronia erklärt, wie unser Logo auszusehen hat, weil wir sind solche Spezialisten, wir haben völlig vergessen, dass unser Stand natürlich auch irgendwie einen Schriftzug braucht, wo unser Name draufsteht. Aber wir haben zum Glück Hilfe von Aronia bekommen, die haben wir beim Bethesda-Stream kennengelernt und die hilft uns, fantastische Künstlerin. Oh, jetzt zeigt dir Alea, wie man malt. Naja, wie macht das? Lass dir den Pinsel nicht aus der Hand nehmen! Für uns ist das der erste Comic-Con überhaupt. Wir sind total aufgeregt und nervös. Hier laufen so viele geil gebandete Menschen durch die Gegend. Das ist irre. Ich habe mit Spartanern ein Foto gemacht. Wahnsinn. Also es ist ganz großartig. Wir freuen uns auf diesen Tag hier. Und kommt vorbei, schaut es euch an. Und das Video kommt nach der Messe raus. Ach so, ja. Dann beim nächsten Mal, wenn wir auf dem nächsten Comic-Con sind, könnt ihr was erleben. Das wird dann noch geiler. Till, wie geht's dir? Das war ein bisschen zu früh für mich. Wir machen nur mal Dreh zum Film, oder? Ja, natürlich. Alter. Wollt ihr was kommen? Ich habe gerade mal in den Haribo Früchtekorb gegriffen, weil es war ja schon so anstrengend. Ne? Ja, erste Autogrammstunde nach so langer Zeit, da ist man einfach richtig erschöpft. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee, einen Cocktail, ein Met, mal gucken. Um 14 Uhr geht's weiter, ich bin echt gespannt, weil das läuft saugut und ich finde es wahnsinnig schön, wie viele Leute zu uns besucht haben jetzt hier. Hätte ich nicht mit gerechnet, aber es ist richtig geil. Dankeschön. Hier Jan, was hast denn du da Feines? Was genau meinst du? Meinst du mein neues, unfassbares Instrument? Ja, ich bin aufgestiegen. Ich bin jetzt endlich abgelevelt, wie man hier sagt. Hab endlich ein gescheites Instrument gelernt. Die Davul. Ja. Die habe ich geerbt. Und ich muss sagen, mir gefällt's. Denn die macht richtig laut Wumms. Man muss sich kein bisschen anstrengen. Und jetzt verstehe ich auch, warum der ein oder andere jahrelang darauf bestand, Davul zu spielen. Man hat einfach die Macht, ja? Man hat einfach die Macht über den Rhythmus, mit dem man mit muss, sozusagen. Also wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen dahin, wo wir zu Hause sind, auf den Mittelaltermarkt. Wir haben hier den wundervollen Künstler dieser Karte, tot aber lustig. Stell dich bitte mal ganz kurz vor. Ja, ich bin Michael, er sagt das ja, tot aber lustig. Die Facebook-Seite, wo man halt sehr oft Cartoons von mir findet. Und ja, ich habe dieses Motiv gezeichnet, weil ich dachte, Saltatio Mortis braucht halt ein comicartiges bzw. cartoonhaftes Motiv für die Comic-Con. Ist super schön hier. Was macht er jetzt? Jetzt machen wir Q&A. Wir haben ein Panel, also wir sind krass wichtig, die werden dann alle da sitzen und Fragen stellen. Aber was ist denn ein Panel? Niemand weiß, was ein Panel ist. Doch, jeder weiß, jeder der hier ist, weiß, was ein Panel ist. Also, was ist ein Panel? Frag auf der anderen Seite. Frag sie und sie weiß, was ein Panel ist. Frag ihn, er weiß, was ein Panel ist. Bitte.
Entschuldigung? Ja. Weißt du, was ein Panel ist? Ein Panel? Ja. Zieh mit den Wolken, zieh mit dem Wind. Wir sind geboren, frei zu sein. Gegen jeden Sturm zu sein. Erhol uns das Paradies zurück. Feiert und Tod. Outro, Elsie, Outro. So, Herrschaften, es war ein wahnsinnig anstrengender Tag, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir freuen uns auf jeden Fall mal wieder hier zu sein. Ein paar von uns sind ja jetzt noch am Sonntag da, machen alles ein bisschen gemütlich, entspannt, gucken sich's an. Ich vielleicht auch. Ich muss sagen, vielen Dank an die Community. Ihr seid wahnsinnig liebe, herzliche, offene Menschen und es ist toll, wieder das Gefühl zu haben, auch mal wieder ein Stück Kind sein zu können. Also, macht's gut, schönen Abend.